1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Haltet mal nochmal 8 rein. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. So, was brauchen die jetzt für Arbeiter? 300 und 844. Das ist die Frage, wie viele Arbeiterzüge haben wir hier schon? Den noch länger machen. Also 300 Dings brauchen wir. Das hätten wir jetzt. Gut, da wären halt immer 20 Arbeiter zu viel jetzt mit drin. Na gut, warte mal, das kriege ich hin, wenn ich jetzt das auf Arbeiter setze. Und dann hier hinten auf Hand. Achso, das sind jetzt 280 dann. Hä, war da nicht aber irgendwas, wo 20 reinging? Oder sehe ich das jetzt falsch? Der hier, der Jet 10. Dann müssen wir den halt nehmen. So, Jet 10. Ja, warte mal, Jet 10 habe ich gesagt. Oh, ich will das Ding doch nicht verkaufen. Ich will doch da bloß Jet 20, meine ich, will doch bloß die Leute ändern. So, Handwerker. Dann noch ein Handwerkswaggon dran. Dann habe ich hier die 300. Nee, Quatsch. Also die 300 Arbeit hätte ich jetzt. Und hätte ich jetzt 200 Handwerker. Und ich brauche 844. So, 200 Handwerker haben wir schon. Das ist der Lehre. Ach so, Quatsch. Nee, jetzt 300. 300 brauchen wir. Wie komme ich jetzt auf 200? Ich glaube, der andere Zug, der war, das war ein reiner Arbeiterzug, glaube ich. Bitte. Achso, habe ich jetzt noch 300 Arbeiter. 200 Handwerker, meinte ich jetzt so. 200 Hammer. So, wann kommt der andere Zug hier mal an? Wahrscheinlich gar nicht. Ach doch, hier so 200 und 520. Das heißt, ich habe jetzt 720. Ich brauche aber noch 124, ne? So wie ich das sehe. Ist zwar wieder so eine beschissen unrunde Zahl, aber 124 brauchen wir. Ja, 160 mit und fertig. So, und der fährt jetzt zur Ziegelei und nimmt Arbeiter mit. Abfahrt. So, dann müsste es ja irgendwann mal voll werden und die müssten dann mehr produzieren. Ob die dann aber hier diese 958 Ziegel schaffen, das ist die große Frage. Wir gucken überhaupt erstmal. Wir lassen das eh mal hier laufen. Gucken mal, bis der Zug hier immer, bis die immer abgeliefert haben. Und jetzt produzieren sie zu wenig, weil sie halt die Arbeiter nie haben.
mal. Jetzt sind sie bei 680. Ganz schön was los mit den Zügen hier. Aber es müsste eigentlich nochmal der andere Zug kommen, mit denen, der die noch erweitert jetzt. Da unten kommt einer ran. Der hat aber jetzt anscheinend auch nichts getauscht. Das sind wir bei 720. Das müsste eigentlich der... Ja, jetzt sind sie voll. Oh. Jetzt wird voll produziert. Das reicht aber nicht, um auf diese 958 zu kommen. Wie weit muss man denn das dann noch ausbauen? Das ist ja der helle Wahnsinn. Das ist ja völlig irre. Und da haben die schon ja Bücher und Dings Boost. Genau, ist ja soweit jetzt erstmal. Tja, da muss man ja das noch weiter ausbauen. Puh, schwierig. Aktuell ist Holz wieder irgendwie im Arsch. Oh. Oh, und wir sind pleite. Ha, woran klemmt es jetzt wieder? Hier, warum bleibt der Zug hier stecken? Warum bleibt dieser Zug hier stecken? Na gut, da will ich jetzt nicht zu viel. Also es kann natürlich sein, dass es vielleicht in dem Update behoben ist. Eventuell. Müssen wir mal beobachten. Aber das hat wieder das ganze Spiel jetzt hier reingerissen. Muss ich mal so sagen, leider. Jetzt haben sie natürlich wieder hier nichts. Markenaufwertung verfügbar. Gütermarken, Lagerhalle, Siedlungen oder Produktionsstätten. Das müssen wir erstmal abwarten, bis wieder alles hier eine Runde. Ne, warte mal, jetzt ist doch schon wieder irgendwas blockiert. Wie wäre es, wenn du einfach mal dort... Hey, ist der jetzt zurückgefahren? Oder sah das jetzt nur so aus? Das macht halt immer irgendwie das Spiel hier kaputt. Das ist auch nicht das erste Mal, dass uns das aufgefallen ist. So, komm, fahr einfach raus. Go for it. Na gut, es rollt schon wieder. Da haben wir doch schon einiges gebaut. Na gut, wie gesagt, dritte Staffel folgt dann sogleich. Da können wir ja noch die zweite Siedlung zum Beispiel bauen. Und es gibt auch noch das ein oder andere, die ein oder andere ausstehende Errungenschaft sozusagen. Wir haben aktuell 36 von 41 Errungenschaften erreicht. Und es fehlt noch zum Beispiel eine zweite Siedlung bauen, eine dritte Siedlung bauen. Einwohnerzahl von 30.000. Produziere 900 Ziegelsteine pro Minute und die Szenarien mit 60 Sternen abschließen. So, was ist hier schon wieder los? Achso, der steht hier, der steht da. Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Ha, geil, das Lager ist leer und weil aber nicht mehr reinkommt. Keine Fahrgäste, keine Arbeiter.
Ist jetzt hier alles blockiert. Wie gesagt, das müssen wir uns, glaube ich, auch irgendwie alles mal anders überdenken, wie wir das machen. Bei 900 Ziegel, das könnte ich eigentlich theoretisch... Aber wie viel musst denn du da noch bauen, wenn da wir mal gerade bei 700 irgendwas waren? Das ist ja schon übel. Die Frage ist, inwieweit ist da zwingend noch ein Brennofen braucht und eine Trocknungsfläche. Die Frage ist, macht das, benötigt eine Trocknungsfläche? Die Frage ist, macht das mehr Sinn, wenn ich eine Ziegelbrennerei und also 1 zu 1 baue und nicht 1 zu 7? Das irgendwie mehr Effekt hat. Na gut, das müssen wir in der nächsten Staffel einfach mal probieren. Ich würde das jetzt hier nochmal abschließen. Die New Shiver Mountains. Und ja, in der nächsten Staffel müssen wir es, glaube ich, alles ein bisschen strukturierter bauen. Das ist, wenn das immer so ein gewachsenes System ist, dann ist es wieder nur Chaos pur. Ja, ich hoffe, die zweite Staffel hat euch gefallen. Und ja, wenn ihr die dritte Staffel nicht verpassen wollt, dann wisst ihr ja, Daumen drücken, abonnieren und die Glocke drücken, natürlich kostenlos alles. Kanalmitgliedschaft mit irgendwelchen Privilegien gibt es bei mir nicht. Würde sich bei mir auch ehrlich gesagt gar nicht lohnen. Aber wenn ich mir so vorstelle, bei über 2000 Abonnenten mittlerweile, wenn jeder nur 1 Euro im Monat bezahlt, na gut, da geht dann übles Steuer ab und sowas. Ja, ist vielleicht auch besser so. Das ist... So ist, wie es ist, ne? Ja. Genau. New Shiver Mountains. Zweite Staffel Sweet Transit hiermit offiziell beendet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Auf Wiedersehen und tschüss.